Natalie Volk, verurteilt. Sie muss wegen gefälschten Impfausweises Geldstrafe zahlen. Natalie Volk musste sich vor Gericht verantworten, nachdem sie mit einem gefälschten Impfausweis erwischt worden war. Der Vorwurf: Urkundenfälschung. Nun ist das Urteil gefallen, Natalie muss blechen. Natalie Volk, am Flughafen erwischt mit gefälschtem Impfpass. Anfang 2022 wurde Natalie Volk, 27, am Flughafen festgenommen, als sie von den Malediven zurückkam, Liebesurlaub mit ihrem Kurzzeitlover Samuel Azarev. Kurz darauf folgte die Trennung. Bei der Kontrolle fiel auf, dass ihr Impfausweis gefälscht war. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin wurde kurzfristig in Gewahrsam genommen, musste ihre Personalien abgeben und durfte dann gehen. Eine Anzeige gab es aber natürlich trotzdem, kürzlich dann ein Strafbefehl. Nun ist das Urteil am Frankfurter Amtsgericht gefallen. Saftige Geldstrafe, Natalie Volk muss blechen. Natalie wurde wegen Urkundenfälschung verurteilt und zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 250 Euro verdonnert minus. Macht zusammen 22.500 Euro. Und damit hatte sich noch Glück. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 250 Euro gefordert. Für Natalie galt keine Anwesenheitspflicht, sie blieb dem Gerichtssaal deshalb fern. Finanziell soll diese Strafe eine ziemliche Belastung für sie darstellen, meint ihr Anwalt, der versucht hatte, die Geldstrafe auf 100 Euro zu mindern. Natalies Luxusleben wird seit Jahren von ihrem On-Off-Partner Frank Otto, 67, finanziert. Laut ihrem Anwalt erhält sie monatlich zwischen 2.000 und 2.100 Euro von ihm. Eigenes Einkommen hat Natalie nicht. Ob der millionenschwere Unternehmer auch für das Vergehen seiner Liebsten in die Tasche greift, wird sich zeigen. Verwendete Quelle: Bild.